Okay, Insektentränke wird genutzt. Ja, ein guter Tipp nochmal an dieser Stelle für jeden, der einen tollen Garten hat und wo die Insektentränke noch fehlt. Ja, stellt euch irgendwie ein Schüsselchen hin, packt Steine rein, irgendwas, auch Holz gerne gesehen. Moos habe ich auch schon die Tipps bekommen, selber mit angefangen, auch gute Sache. Ja, stellt ihr euch in den Garten, Wasser rein und die Insekten werden sich freuen. Verteilt das im Garten, die werden es euch danken. Heute aber sind wir natürlich bei den Tomaten. Während die Insekten hier ein- und ausfliegen, werden auch gleich nochmal Wasser kriegen, stehe ich hier vor einem der Tomatenbeete, die unterwegs sind mit Mischkulturen. Da vorne haben wir eine Tomate stehen mit der, ach wie hieß sie denn noch, mit der Prunkwinde, genau. Tomatenpflanze mit einem weiteren Trieb. Hier haben wir noch eine Tomatenpflanze. Es gab auch noch mal dazwischen einen Kohl, ein Kohlrabi. Ist soweit da nichts geworden. Die Schnecken waren ja sehr aktiv dieses Jahr, so wird gesagt. Deswegen vermuten wir das bei uns auch. Wurde so viel weggefuttert und man hat den Schleim gesehen. Logisch, Spuren haben sie hinterlassen. Ob sie jetzt aber alleinige Täter sind, kann ich nicht sagen. Hier hüpft auch mal ein Hase rum, deswegen dem könnte sowas, glaube ich, auch ganz gut gefallen. Jedenfalls ist das so das Beet ohne den Kohl und mit einer Mischkultur. Da in der Ecke hatten wir Anfang des Jahres das haarige Schaumkraut. Ansonsten alles, was ihr so seht, ist ziemlich zugewachsen. Generell ist das nichts Schlimmes, hat aber mittlerweile jetzt so einen Punkt erreicht, wo die Beikräutergräser dann doch den Tomaten die Nährstoffe und das Wasser vor allen Dingen klauen. Das möchte man natürlich vermeiden, das soll hier landen, ne? Die sollen reif werden, die sollen Power haben, gedüngt wurde vor kurzem. Und jetzt geht das darum, und da möchte ich euch mitnehmen, denn lange war ich nicht mehr aktiv vor der Linse und ich dachte, ich nehme euch heute Morgen mal mit. Ich bin eigentlich zum Gießen hergekommen, aber wie es dann immer so läuft, follow the flow, und jetzt bin ich hier und will ein bisschen was machen. Und diesmal nehme ich euch mit. Ich möchte euch heute zeigen, wie die Tomatenroutine hier so aussieht. Und bevor ich hier anfange rumzuhacken, kümmere ich mich erst um die Tomatenpflanzen selber, wie ich da mit dem Ausgeizen bin, wie ich generell im Jahr damit umgehe, das möchte ich auch ein bisschen erzählen. Auch was wir hier so vor uns haben. Also ich gehe hier ins Detail, ich bleibe nur in diesem Bereich, es kommt nichts dazu. So, wie ihr mich kennt, bei mir gibt es einen roten Faden. Aber alles andere läuft intuitiv, so wie das reinkommt und durch möchte zu euch. Das ist das Beet. Hier unten seht ihr das Kahl. Das waren alles Blätter, die irgendwie Krankheiten dran hatten. Braunfäule, die habe ich natürlich dann immer abgenommen, abgeschnitten. Man kann das hier immer überall wunderbar sehen. Und des Weiteren wurde auch fleißig geerntet. Also geerntet wurde an dieser Stelle schon richtig, richtig viel. Hier in der Ecke haben wir die Snowberry. Da haben wir die Sunviva, eine ganz besondere Sorte. Hier vorne haben wir eine Berner Rose, auch eine Freilandtomate. Und hier versteckt unter der Prunkwinde haben wir dann doch nochmal so ein Tomatengeschichtchen. Da könnt ihr mal reingucken, da sind schon helle gelbe. Die reifen nach und nach durch. Ich habe auch schon mal einen Ast hier aus Versehen abgenommen. Also wenn euch mal ein Ast abgeht oder so, den könnt ihr irgendwo aufhängen. Und schneide auch mal aus Versehen mal was ab, so ging es mir jetzt. Und dann reift das durchaus alles noch durch. Man kann dann noch Tomaten ernten. Das ist dann nicht direkt an der Pflanze unbedingt erforderlich zum Ende. Hier so ein Mix aus den beiden, auch gerade die kranken Blätter entfernt. Da kommt gerade eine Biene, sehr schön. Ja, hier haben wir die Sunviva. Da sieht man noch traubenmäßig, die sind erntbar. Ne? Also die drei, die ihr seht, da unten die eine kleine noch. Und ja, irgendwann durch kein Zeit haben und was auch immer, weil die Natur macht, was sie will, ist aus so einer Traube hier quasi, was weitergewachsen. Und das kommt dann hier einmal rum und hat sich jetzt nochmal verteilt. Also das ist ein sehr spannendes Geschichtchen. Hat derzeit weiter keine Stabilität, außer dass es da hängt, wo es hängt. Ich gehe mal auf die andere Seite, damit ihr das auch sehen könnt. Die hält sich quasi selber an dieser Stelle, aber ich werde sie natürlich noch unterstützen. Und das sind so Sachen, das habe ich im Hinterkopf, Auge drauf. Das lässt mich auch nicht los. Und ab und zu, wenn dann die Zeit gekommen ist, wird das dann auch festgemacht. Ne? Man möchte ja die Tomatenpflanze an der Stelle nicht verlieren. Und ich finde, das sieht wunderbar aus. Auch so gerade dieses Geschwungene hier runter noch. Ne? Also hier unten hat das irgendwo angesetzt.
ist hier hochgewachsen, jetzt haben wir hier schon wieder zwei Triebe. Und da ist ein Geiztrieb, sowas mache ich raus. Also wenn sowas wächst, lasse ich das wachsen, denke so ein bisschen über die Pflanze nach, guck, welche Jahreszeit war, macht das alles noch so Sinn, kommt das nachher durch. Aber die Sunvia, die habe ich durchaus noch bis im November geerntet. Und dann Mischkultur mit Kapuzinerkresse etc. pp. Ich möchte euch noch mehr zeigen. Also erstmal kann man sehen, was für ein Stamm, wie dick ist das. Also ich habe Quadratlatschen hier, ne? Quadrathände. Riesig, hier die Bären, oh, die sieht super aus, die nehme ich schon mal mit. Die reift noch ein bisschen nach. Ja, die Snowberry, kann ich empfehlen, super lecker, möchte ich nicht mehr missen. Da werde ich auf jeden Fall Saatgut sammeln, das geht weiter. So, und von unten habe ich dann angefangen, die Blätter so nach und nach hoch. Ich achte darauf, dass die Pflanze natürlich noch genug grüne Blätter dran hat. Und hier ist zum Beispiel so ein Bereich, da habe ich die Spitze abgeschnitten, weil alles andere noch super aussah, wo Braunfäule dran war. Damit hält man noch so ein bisschen auf, beziehungsweise so läuft das ganze Jahr schon hier. Zum Beispiel mal so ein Beispiel, wenn man jetzt sich das ganze Ding abnehmen will, dann würde ich das hier abschneiden. Möglichst mit den Pfoten da nicht drauf, weil damit kann man durchaus das dann nochmal wieder irgendwo verteilen. Das sollte man vermeiden. Habe ich jetzt nicht unbedingt immer vermieden und trotzdem wächst alles. Hier fällt was auf. Da gibt es eine Verfärbung. Das sind so Sachen, die ich beobachte. Ich gehe mal ein bisschen näher ran, da könnt ihr das sehen. Da unten das Braune, da geht dann auch wieder die Braunfäule los. Oder das sind einfach ein paar Kampfspuren, die die Pflanze ausgehalten hat. Das wird sich dann mit der Zeit zeigen. Also, die Pflanze steht super da, hat weiter Ernte, Freiland, funktioniert wunderbar. Also Snowberry, Freilandtomate. Dann haben wir hier weiter die Berner Rose. Die läuft auch gut, aber jetzt kann ich hier unten ein paar, ja, das sind nur Kampfspuren, ich will die jetzt nicht aus Versehen abmachen hier. Muss man echt vorsichtig sein, das kann ganz schnell gehen. Genug erlebt. Und hier unten waren so viele kranke Blätter dran. Da ist jetzt nur das übrig geblieben. Aber ich weiß, das wird der Pflanze auch gut tun und das kommt durch aus den vergangenen Jahren. Da hat das auch immer funktioniert. Ja, generell heißt das, das möchte ich euch nicht verheimlichen, das habe ich in anderen Fachvideos mitbekommen. Die schneiden von unten immer hoch, aber lassen in der Nähe von den Tomaten dann irgendwie noch Blätter. Das habe ich natürlich hier gepflegt ignoriert. Aber irgendwie funktioniert alles. Und ich wette, die Dinger werden auch noch was. So, was sich wunderbar verträgt, ist wirklich ein super Beetpartner, die Kapuzinerkresse. Ich zeige euch das ganz kurz an anderer Stelle. Hier könnt ihr ganz wunderbar erkennen, wie das funktioniert. Hier ist ein bisschen großflächiger, das wächst hier weiter durch. Man fängt ja an von unten, gehen die Blätter dann nach und nach weg. Also vorwiegend gibt es von unten dann die Braunfäule. Gibt es natürlich auch mal oben, gar keine Frage, aber so ist irgendwie der Rhythmus. Unten seht ihr das jetzt geerntet, kahl. Ja, man erntet von unten nach oben. Wenn sich dann die Kapuzinerkresse breit macht, dann tut das allem keinen Abbruch. Und da drückt das Beikraut ansonsten noch. Dann sieht man, dass alles irgendwie funktioniert. Das ist auch ein Beet, was noch anliegt, was Beikraut angeht. Also hier so Gräser, das muss nicht sein. Aber wir sind ja jetzt hier. So, die Pflanze habe ich soweit vorgestellt. Ich habe auch ganz oft Triebe, die ich dann einfach kommen lasse. Aber dann hier dann auch wieder einen Trieb, den ich entferne. Ja, ein Geiztrieb, den man übrigens, für alle, die das nicht wissen, einpflanzen kann und wächst da was. Aber ich würde mittlerweile empfehlen, längere Stränge zu nehmen. Also wirklich, die da irgendwie 30, 40, 50 Zentimeter lang sind. Und die dann irgendwie, ja, den unteren Teil von Blättern zu entfernen und dann das in den Boden zu pflanzen. Das wird Wurzeln. Man kann das Ganze unterstützen vorher eine Zeit lang in Wasser, dass da eine Wurzelbildung kommt, aber im Generellen sollte das so funktionieren. Alles schon mal irgendwie irgendwo ausprobiert. Kleinpflanzen, die haben dann natürlich einen kleinen Rückschritt im Vergleich zu den anderen. Erstmal mit den anderen ein bisschen weiter vorne. So, was kann ich euch noch zeigen und verraten über die Tomaten hier? Ich habe hier einfach so ein Seilsystem reingemacht. Ich habe da auch mal ein Video zu gemacht, meine ich. Irgendwas war da mal, Freilandtomaten, wie gehe ich damit um? Da hat das auf jeden Fall auch reingefunden. Also das Tolle ist einfach, man hat die Dinger hier. Ja, logisch hält nicht ewig. Aber irgendwie, wenn ich jetzt einmal im Jahr beigehen muss oder alle zwei oder drei Jahre da die Bänder erneuern vielmehr, dann ist das doch voll okay. Ja? Es geht nur einmal darum, um Steine, um irgendwas mit Gewicht das zu wickeln. In diesem Fall mit den Steinen bin ich sehr glücklich, weil eben sie auch Wasser aufsaugen. Das heißt, wenn die Pflanze schwerer wird, dann verändert sich auch das Gewicht der Steine. Und bisher hat das wunderbar funktioniert, um die Pflanzen da zu halten, wo sie sind. Und ansonsten finde ich das ziemlich pflegeleicht. Das Einzige, was man natürlich immer vor sich hat, ist dieses Rumwickeln. Ne? So, und das Tomatengestell, wenn man sich da irgendwas hinbaut, das kann man aus verschiedensten Materialien bauen, dann ist das auf jeden Fall eine Geschichte in der gesamten Kombo. Hier auch mit der Prunkwinde zum Beispiel, die macht hier noch einen Weg hoch.
Ja, die sucht sich ihren Platz. Ich bin gespannt, wie sich das hier ja auswirkt auf diese Stelle. Es wird optisch bestimmt nochmal spannend, weil wenn sie jetzt da ist, geht sie da oben vielleicht nochmal längs. Vielleicht geht sie auch hoch. Mal schauen. So, mal wieder genug gesabbelt. Ich würde sagen, ich mache ein bisschen Gartenpraxis. Ich schnapp mir mein Werkzeug, ihr kommt auf Stativ und ich leg los. Die Tomate bringe ich mal in Sicherheit. Die soll jetzt hier nicht irgendwo runterfallen, verletzt werden. Oh, da freue ich mich ganz besonders drauf. Super geile Tomate. So, wie gehe ich da denn jetzt vor? Weil so ein Werkzeug ja ziemlich grob ist, gerade wenn man so viele Sachen da drin hat. Denn außer Kapuzinerkessel, Schaumkraut, Kunkwinde und den ganzen Tomaten befinden sich da auch ein paar Zwiebeln drin. Und da muss ich natürlich vorsichtig sein, dass ich da meine zukünftige Ernte, die Pflänzchen generell irgendwie nicht verletze. Also da ist Vorsicht geboten. Das Ding ist im Moment zu grob. Ich gehe erstmal vorsichtig vor, reiß raus, was ich rausreißen kann. Möglichst mit Wurzel, vielleicht reicht das schon, aber das wäre jetzt ein Werkzeug, was ich dann nehmen würde, wenn die Fläche ein bisschen größer ist. An anderer Stelle ist andere Tomatenbeet zum Beispiel, kann man richtig schön durchhacken. Den Boden auflockern kann ich empfehlen, also Boden aufgelockert, wunderbar, die oberste Schicht noch ein bisschen verstreichen. Wenn dann noch gemulcht wird, besser kann es nicht gehen, weil durch dieses Verstreichen der Mittelschicht in diesem Fall speichert man mehr Wasser im Boden und dann gibt es ja noch die ganzen Kapillarwirkungen oder die Kapillarwirkung. Durchs Mulchen schützt man dann auch Beete vorm Austrocknen. Wenn man das dann regelmäßig mal im Jahr macht, ist das eine richtig gute Sache, förderlich für die Beete, ich verspreche es euch. Wir haben eine Ackerwinde an dieser Stelle nicht erwünscht, ansonsten trotzdem super Gewächs. Möchte ich jetzt aber nicht weiter darauf eingehen, weil ich weiß, der größte Teil fässt sich jetzt an den Kopf und sagt so, hä, was erzählt der da? Wie? Der gibt der Ackerwinde Raum in seinem Garten. Ja, aber nicht an dieser Stelle. Kann ich hier mal durchknacken? So, haben wir das Stück raus. Bei der Geschichte immer vorsichtig sein beim Rausziehen, wenn es irgendwo ins Beet geht, weil ihr wollt bestimmt nicht eure Tomatenpflanzen oder was auch immer ihr da habt, irgendwie rausrupfen. Auf jeden Fall zieht das die Pflanze mit runter, da ist richtig Kraft drin dahinter, also vorsichtig, deswegen knappe ich die immer zwischendurch mal weg. Hier vorne sind ja Zwiebeln, da haben wir ein bisschen Kräuter, habe ich gesehen. Ich habe jetzt den Namen vergessen, war eigentlich ganz woanders letztes Jahr. Da könnt ihr das sehen, das sind die Stuttgarter Riesen, die ich hier drin habe. Das sind die Gewächse, auf die ich jetzt erstmal unten achten muss. Da Zwiebel, Zwiebel, da haben wir eine Zwiebel, da haben wir eine Zwiebel und irgendwo versteckt sich bestimmt noch was. Ansonsten ist hier ganz viel, was raus kann. Da werde ich auf jeden Fall ein bisschen mit dem Werkzeug beigehen können. Aber ich werde noch mal ein bisschen Ackerwinde entfernen, das ist jetzt erstmal dran. So, wo können wir beigehen? Hier ist alles frei. Oh ja, der Boden hat es mal nötig, definitiv. Die Erde soll möglichst natürlich im Beet bleiben. Ne? Macht das so frei wie möglich und das ist das Gute im Beet. Jetzt noch eine Zwiebel. Oh, da auch. Da muss ich vorsichtig sein hier vorne. Die kann ich auch schon rausholen, weil die ist durch. Da ist eine etwas kleinere. Hier sind auch noch andere Pflänzchen zwischen. Jetzt nicht so wichtig an dieser Stelle. Dann wollen wir anders besser klarkommen. Ja. So, wenn ihr mal Stellen habt, wo das Beikraut und die Pflänzchen wächst, so wie hier. Ja, die Quecke. Dann ganz, ganz vorsichtig nach und nach lockern und rausziehen. Ich habe es ein bisschen schneller gemacht. Das ist schon so ein Prozess, dass man so ein Gefühl für solche Sachen kriegt. Da muss man sich rantasten. Das ist doch schon mal ein schöner Bereich hier. Dann haben wir hier noch eine Zwiebel. Sieht auch gut aus. Ich glaube, die sind alle erntbar, ne? Also hier wird noch ein bisschen was reinfließen. Da auf jeden Fall auch. Haben wir auch noch einen. Passt so wunderbar. Jetzt habe ich die ein bisschen aus dem Weg gelegt. Jetzt komme ich an die anderen Sachen. Also sowas könnt ihr auch in der Sonne verbrennen lassen, wenn ihr Beikraut jätet. Ist das quasi auch wunderbares Mulchmaterial. Ich bin jetzt bei den Gräsern und Wurzeln ein bisschen vorsichtiger als bei solchen kleinen, also bei der Quecke vorsichtiger als bei solchen kleinen Gräsern. Die können ja durchaus vertrocknen, das ist kein Problem.
jetzt hier schon alles soweit schier, dass man damit leben kann. Da kann ich noch mal ein bisschen rein. So. Alles gut. Zwiebel, Zwiebel, Zwiebel. Ich hab die nämlich auch mal raus. Ja, ist schon gut. Oh, das macht so einen Spaß. So, dann geht's jetzt hier weiter. Ich habe mir auch Temperaturen ausgesucht. So beläuft. Da haben wir nochmal Kapuzinerkressen, Kapseln, wo nachher das Saatgut drin ist. Das ist immer gut, sehr gut. So, und was fehlt jetzt noch? Mulchen. Jetzt haben wir die untere Schicht aufgelockert, die mittlere verstrichen und jetzt kommt noch der Mulch oben drauf. Da war ich nicht vorsichtig genug. So, wird schön drumherum gemulcht, dicke Schicht, wie ihr seht. So, das sieht doch gut aus. Oh, da fehlt noch was. Das ist es, fertig soweit. Jetzt fehlt nur noch einmal gießen. So, jetzt wisst ihr, wie ihr mit euren Tomaten umgeht.
und wisst, wie ihr mulcht und wisst, wie ihr ja, so ein bisschen mischkulturmäßig bei Tomaten vorgehen könnt und letztendlich die Wasserspeichergeschichte ein bisschen förderlicher machen und ja, somit auch Wasser sparen, weniger verbrauchen. Wunderbar. Der Tipp mit der Erde, an dieser Stelle möchte ich das würdigen. Das war ein Kommentar schon in den letzten Jahren, ja, unter meinen Videos, in einem anderen Video. Und ja, das ist das Tolle auch hier so. Ich genieße das sehr, die Kommentare zu lesen. Und wenn dann mal irgendwas um die Ecke kommt, was ich nicht weiß, was in den Videos ja mal mit Fragezeichen dastand, oder wenn mal Tipps kommen, wie jetzt mit dem Wasser, die wirklich unfassbar wertvoll sind. Denn hätte ich jetzt nichts gemacht, wäre der Boden immer härter geworden, Wasser wäre eher an den Seiten runtergeflossen und im Boden wäre halt eben nicht so viel los. Jetzt war ich 2 Tage nicht da, Gießen ist dran und zwar schleunigst und das mache ich jetzt. Wir sehen uns das nächste Mal. Ich sage vielen Dank fürs Zusehen und ich bin raus. Tschüss, euer Lars.